Mein Name ist Michael Moser, ich bin Verwaltungsratspräsident der Adfinis Seil Group und Mitgründer der Adfinis GmbH. Wir sind ein fusioniertes Unternehmen seit 2012, bestehend aus der Adfinis GmbH und der Seil Group GmbH und sind seit 01.01.2012 gemeinsam als Unternehmen unterwegs. Ich gehe da nicht groß ein in das Dienstleisterporträt, das finden Sie auf Seite 49 von uns. Weil das würde, glaube ich, sonst den Rahmen hier grundsätzlich ein bisschen sprengen. Von Seiten des Bach-Beitrags, und ich denke, das ist eigentlich das Interessanteste, der Titel wurde eigentlich so definiert, mir vorgetragen, also Open Source dringt weiter ins Staatswesen vor. Hier ist eigentlich das Beispiel, an dem wir den Fachbeitrag und wo ich thematisch auch sehr tief involviert bin, GAMAG. Was ist GAMAG? GAMAG ist eine webbasierte Open-Source-Lösung für den Einsatzzweck der Baugesuchsverwaltung. GAMAG wird heute erfolgreich eingesetzt im Kanton Waadt, Neuenburg, Tessin und Uri und ist in der Einführung in drei weiteren Kantonen bereits aktiv, in Basel-Land, Jura und Genf. Einen weiteren darf ich noch nicht nennen, weil der die Mitgliedschaft noch nicht, glaube ich, offiziell getätigt hat. Was ist GAMAG noch? Also GAMAG ist ein Community-Projekt von Kantonen und ist getrieben von gemeinschaftlichen Bedürfnissen. Da kann ich eigentlich den Brückenschlag machen zu Puzzle, wo vorher gesagt hat, woher, welche Core-Komponenten man eigentlich immer wieder verwendet. Und das geht genau in diesem Bereich, dass sich Kantone und der Verwaltung eigentlich mit den gleichen Bedürfnissen, im gleichen Kontext sich da zusammengeschlossen haben. GAMAG ist selbst ein Prozessframework, also ist modular aufgebaut, eskaliert. Das Gerät kann auf die Bedürfnisse der verschiedensten kantonalen Prozesse auch eingehen. Gerade die Kantone haben verschiedenste Abläufe, wie ein Bewilligungsverfahren abläuft. So gibt es zum Beispiel bei Basel-Land, wo alles sehr zentralistisch erledigt wird. Oder wie zum Beispiel im Kanton Uri, wo alles über eine Gemeindebehörde eigentlich eingereicht wird und dann über den Kanton abgewickelt wird. Und das Wichtigste, GAMAG ist im Besitz in der öffentlichen Hand. Also der Hintergrund, wie sich GAMAG konstituiert hat und sich organisiert hat, die Kantone haben einen Verein gegründet unter dem Namen GAMAG Swiss, welcher die Software GAMAG an sich verwaltet, also die Core-Komponenten. Es handelt sich heute um eine geschlossene kantonale Community. Also jeder Kanton, der ein Interesse hat, daran zu beteiligen, den Code einzusetzen, damit auch mitzureden im weiteren Entwicklungsschritt, macht ein Aufnahmeverfahren durch. Also jeder Kanton ist das Interesse von GAMAG Swiss, eigentlich alle Kantone schlussendlich in der GAMAG Swiss zu haben, um die Bedürfnisse entsprechend abzudecken. GAMAG Swiss ist selbst somit verantwortlich auch für das Release, für die Release-Kandidaten, das Release-Management und auch die ganze Koordination. Auch wichtig im Open-Source-Gedanken, die Teilnehmerkantone sind frei in der Wahl ihres Dienstleisters oder auch frei in der Wahl, ob sie es selber erledigen wollen. Ist denn GAMAG eine typische Entwicklung, wie ein Softwareprojekt eigentlich in der Schweiz abläuft? Eigentlich nicht, aber es ist eigentlich typisch, wie ein Softwareprojekt, sag ich mal, global gesehen abläuft, wenn es in einen Open-Source-Gedanken hereingeht. Historisch gesehen wurde GAMAG durch den Kanton Waadt ursprünglich entwickelt. Das war im Jahr 2000. Danach haben sie die Rechte, die Nutzungsrechte an den Kanton Neuenburg übertragen. Im 2009 ist dann noch der Kanton Tessin dazugekommen. Also da hat man das erste Mal die Sprachgrenze durchbrochen und hat eine italienische Version erstellt. Im 2011 kam dann der Kanton Uri dazu, welcher dann somit eine deutsche Version erstellt hat, der wiederum auf einem Entwicklungsstand ursprünglich durch den Kanton, Kanton Waadt entwickelt wurde, fortgesetzt wurde. Das Resultat war, es zeichnen sich verschiedene Versionen ab. Also man hatte ursprünglich den gleichen Kern in Theorie, aber es hatten sich dann aus den Übersetzungen und gewisse Modulentwicklungen, die nicht im Core abgewertet werden konnten, abgezeigt, dass es verschiedene Versionen gibt in die Zukunft. Die Lösung Open Source
schon bereits der Kanton Uri hat durch die Konvention, das ist auf Regierungsratsebene, und eine Vereinbarung geschrieben, dass die Inhalte, also die gemeinschaftlichen Entwicklungen, auch wieder zurückgegeben werden. Also dass es da einen regen Austausch gibt. Und da ist per Definition eine Open-Source-Lizenz schon bereits niedergeschrieben worden. Im 2011, 12 gab es dann diese Diskussion, wohin geht der Weg, wenn sich diese verschiedenen Entwicklungen sich da eigentlich weiter bewegen. Damit wurde eine Neuentwicklung des Cores beschlossen, die diese Core-Komponenten gerade auch in der Mehrsprachigkeit wieder zusammenfasst, damit man wieder auf einem gemeinsamen Stand weiterentwickeln kann. Weil schon damals hatten sich schon drei neue Interessenten abgezeichnet, die eigentlich dieses ganze GAMMAG einsetzen wollen. Und auf der Basis von ursprünglich, ich sag mal, drei Landesversionen, also in Deutsch, Französisch, Italienisch, wäre das wahrscheinlich in drei verschiedenen GAMMAG-Versionen, hätte das geändert und in 10 Jahren hätte man verzweifelt versucht, wieder alles irgendwie zusammenzufassen. Der Hauptfokus von GAMMAG ist und bleibt die Baugesuchsverwaltung. Grundsätzlich ist es ein prozessorientiertes Framework. Man kann sämtliche Formulare, Prozesse, Zirkulationsverfahren über sämtliche Instanzen bis hinunter auf diesen Hierarchieebenen von Kantonen, Gemeinden, diversen Departementen und so weiter abbilden. Das Ziel war natürlich auch die Weitergabe ermöglichen, keine Lizenzkosten, diese Core-Komponenten weitergeben zu können und auch damit neue Mitglieder, die eigentlich diesen einheitlichen Standard, den man da erreichen will, auch mit den Behörden oder mit dem Bund wieder auf eine Linie zu bringen. Letztes Jahr hatte Paul Walker von Kanton Uri auch GAMMAG in der Anwendung publiziert und da war die Frage, warum ist es nicht public? Also warum hat man den Code nicht direkt veröffentlicht? Es ist ein noch, die Frage ist, wohin der Weg geht. Wir sind ein Dienstleister, wir können nicht bestimmen, wohin der Weg genau geht. Im Open Source Gedanken, wie das in der Community, also bei den Kantonen abgewickelt wird, ist in der Hand und in der Verantwortung der Inhaberkantone, also von GAMMAG Suisse. Natürlich sind jetzt auch bei anderen Kantonen nicht nur in diesen Baugesuchsverwaltungsprozessen wird die Anwendung eingesetzt, sondern auch für andere Bewilligungsverfahren. Zum Beispiel bei Eventverfahren ist ähnlich angesiedelt, gibt Überschneidungen, aber auch in anderen Prozessen, wo es um reine Bewilligungsverfahren geht, wo auch andere Parteien damit sprechen müssen. Letztes Jahr, im 2014, ist der gemeinsame Applikationscore entwickelt worden und eingeführt worden. Und der ist jetzt seit Herbst 2014 bis Juni, jetzt das Ende Monat, werden die ersten 4 Kantone, die ursprünglich GAMMAG eingesetzt haben, komplett auf diesem neuen Core arbeiten. Innerhalb dieser letzten 2 Jahre haben sich eben auch diese 3 neuen Kantone aufgezeigt, wer jetzt aktiv in der Einführungsphase sind. Ich habe da noch das Plus 1, das wird wahrscheinlich kurz und dann auch ein bisschen öffentlicher. Natürlich gibt es auch diese rechtliche und organisatorische Abklärung. Es ist ja nicht in der Kernkompetenz eines Kantons, ein Open Source Projekt zu planen, zu finanzieren, wie das mit Softwareentwicklung geht, mit Parteien und so weiter. Also, man kann auch sagen, wenn man sieht, wie lange das GAMMAG ursprünglich hatte, also seit der Entwicklungszeit 2000 bis heute, 2015, das sind 15 Jahre, also so lange wie es Adfinis oder auch / Seigrup überhaupt gibt. Und da sind wir jetzt einen weiteren Schritt weitergekommen und diese rechtliche und organisatorische Abklärung werden auch das in Klammern noch dann auch weiter klären, wie das weitergeht. Kurzer Überblick zu den Marktteilnehmern heute. Heute sind es wir als Adfinis Seigrup, die aktiv am Core mitentwickeln und auch Kantone begleiten in der Einführungsphase, aber auch in der GAMMAG Suisse aktiv sind. Dann die Blackpoints aus dem Tessin. BEDAC hatte ursprünglich auch, war tiefer noch drin, aber wir sind da auch in anderen Prozessen mit der Fachanwendung, die in diesen Behörden eingesetzt wird. Natürlich wichtig, diese Marktteilnehmer, das sind auch die Kantone. Es gibt einzelne Kantone, die aktiv selbst auch diese Konfigurationen machen, auch teilweise Module entwickeln oder anpassen.
Also das beschränkt sich nicht nur auf diese Dienstleister. Und es ist in der Verantwortung der Kantone, neue Marktteilnehmer zu finden. Und da ist jeder Kanton frei in der Wahl, diese Anwendung durch einen anderen Entwicklungspartner gegebenenfalls zu realisieren. Die Motivation an sich, ich denke, das zeigt sich schon klar aus diesem typischen Gedanken, wie sich so eine Software da weiterentwickelt hat. Es sind natürlich die Innovationen. Gewisse Kantone haben bestimmte Fachanwendungen, die sie früher hatten oder irgendwo naheliegend waren, dann implementiert in GAMAG und diese werden dann auch wieder frei weitergegeben. Natürlich wird der Funktionsumfang gesteigert, es gibt kein Vendor-Lock, außer sie sich selbst, wenn sie sich nicht unter den Kantonen einigen können, dass sie überstimmt werden, aber das ist, denke ich, immer noch der gleiche Motivation. Natürlich Kostenvorteile durch die Weitergabe. Wie gesagt, ein Mitglied kann den Core in seinem Bestandteil erhalten und einführen, aber er kann auch, wenn er sagt, der Kanton Uri hat die perfekte Lösung und wir müssen dann nur marginale Anpassungen machen im Layout, diese 1:1 übernehmen, in meinem Verständnis durch die Kantone. Und da hat jeder Kanton eigentlich das Interesse, dass seine Lösung oder seine Prozesse auch weiterentwickelt werden. Und natürlich auch die offenen Standards an sich. Da geht es auch um weitere Schnittstellen zu anderen Behörden, zu Statistikämtern und so weiter. Von Unternehmen- und Dienstleisterseite, wir sind natürlich auch interessiert an Innovationen. Wir genießen an sich auch diese Flexibilität, dass wir bestimmte Projekte realisieren können, weil wenn man von Grund auf Großprojekte realisieren muss, ist die Finanzierung relativ schwierig und in diesem Kontext von verschiedenen Kantonen ist auch eine Finanzierung von bestimmten Funktionalitäten recht einfach oder einfacher möglich. Natürlich haben wir auch eine engagierte Community innerhalb der Dienstleister. Also wir arbeiten als Adfin-Seite sehr eng mit Blackpoint zusammen. Wir arbeiten aber auch mit einer Beta zusammen, zum Beispiel für ein Proof-of-Concept-Projekt, das hauseigene System BE-Login, das auch als Open-Source-Variante angeboten wird, zu integrieren. Noch kurz ein Screenshot von der vergangenen Präsentation, was zu GAMAG gesagt wird von Paul Walker als Leiter Koordinationsstelle von Kanton Uri. Trotz allen Bemühungen, er hat keine Nachteile gefunden. Ich denke, das hat sich bis heute noch nicht geändert. Das war es eigentlich von meiner Seite. Bester Dank.